Ich vertrete einen dieser Studienschwerpunkte. Wir haben ja drei Stück. Ich nehme an, den anderen Global Production Engineering haben Sie gerade schon gesehen mit dem mechatronischen Produktionssystem. Und dies ist der Schwerpunkt Lighting Systems Engineering. Da geht es, wie der Name schon sagt, um Lichtsysteme. Das sind natürlich nicht nur Autoscheinwerfer, aber in einer Stadt wie Lippstadt, wo Heller ganz groß ist, ist das eben auch der Autoscheinwerfer ganz prominent. Und da kann man besonders gut zeigen, was sich da im Moment für Entwicklungen tun. Es ist nämlich so, dass vor allem im Bereich der Lichtquelle da große Umbrüche stattfinden. Vielleicht kennen Sie das auch aus dem Baumarkt, wenn Sie an dem Leuchtmittelregal vorbeigehen. Da gibt es immer erst die Glühbirnen. Glühbirnen darf man gar nicht sagen, das heißt nämlich Glühlampe. Also Glühbirnen, dann kommen die Leuchtstofflampen, auch Kompaktleuchtstofflampen, diese oder Energiesparlampen im Volksmund. Und dann gibt es eben auch ein Fach, wo LEDs drin gezeigt werden. Und der Grund, warum man auf die LED umsteigen möchte, der liegt auf der Hand. Es ist eigentlich ähnlich wie bei der Transistorröhre früher und dann der Gang zu dem Halbleiterchip. Und eben der Halbleiterchip kann auf einem Chip extrem viele Transistoren beinhalten. Und so ähnlich ist es mit dem Licht auch. Sie können aus einer viel kleineren Fläche und mit viel weniger Energieaufwand extrem viel Licht erzeugen. Und man kann eben heute schon auch mit LEDs, und zwar mit nicht allzu vielen LEDs, einen kompletten Automobilscheinwerfer aufbauen. Frontscheinwerfer, komplett Abblendlicht, Fernlicht. Hier sind noch, weil das ein teures Auto ist, sind noch so Sonderfunktionen drin wie statisches Abbiegelicht. Und hier hinten ist auch ein dynamisches Kurvenlicht. Also wenn Sie auf der Autobahn ein paar Schwünge hinlegen, dann fährt der Lichtkegel so ein bisschen mit, sodass man immer eine optimale Ausleuchtung der Fahrbahn hat. Das kann man jetzt hier auch mal sehen. Also ich fange mal vielleicht mit dem Abblendlicht an. Das ist also diese Zeile hier, wenn man hier drauf schaut, man sieht schon, nicht wie gewohnt, man hat nicht einen Reflektor oder eine Linse vorne, die man sieht, sondern man hat bei den LEDs eben sehr viele. Man kann das Licht verteilen, das ist auch vom Design her vielleicht ansprechender und vor allen Dingen ist es so, wenn Sie das unter einem lichttechnischen Gesichtspunkt betrachten, Sie können sehr einfach verschiedene Lichtverteilungen durch Ein- und Ausschalten von einzelnen LEDs eben bewerkstelligen und gerade beim Abblendlicht ist natürlich wichtig, dass Sie den Gegenverkehr nicht blenden und das ist dann eine schöne Option, dass man nennt das dann auch gepixelte Lichtquellen haben kann. Das ist jetzt hier noch nicht umgesetzt, aber etwas weiter in die Zukunft geschaut. Da wird man ein großes Bündel von einzelnen LEDs haben, die man einzeln beschalten kann und je nachdem, welche gerade eingeschaltet sind, hat man halt eine unterschiedliche Lichtverteilung auf der Straße. Was sich damit dann realisieren ließe, wäre sowas wie blendfreies Fernlicht, dass Sie also permanent mit Fernlicht fahren können und nur die Verkehrsteilnehmer aus Ihrem Lichtkegel ausblenden, die Sie gerade blenden würden. Brauchen Sie noch ein Kamerasystem, das ist dann auch regeltechnisch sehr anspruchsvoll, aber ist eben technisch auch möglich. Und was Sie dann hier im Raum Lippstadt vielleicht auch häufiger brauchen, wenn Sie nachts über die Landstraße fahren, ist das Fernlicht. Sie werden wissen, dass Sie für Fernlicht gerne sehr, sehr viel Licht haben wollen. Und deswegen haben auch viele gerne heute nicht mehr den Halogenscheinwerfer. Die Lichtmenge ist immer begrenzt durch die Art der Lichtquelle, die Sie haben. Also Sie können mit einer bestimmten Lichtquelle eine bestimmte Lichtmenge erzeugen. Oder halt, indem Sie sehr viele Scheinwerfer am Auto anbringen. Aber normalerweise haben Sie halt zwei, einen rechts, einen links. Und da haben Sie jeweils einen Reflektor drin oder eine Projektionseinheit, die Ihnen das Fernlicht macht. Und damit können Sie eine bestimmte Menge Licht auf die Straße bringen. Und das ist so, wenn Sie sich jetzt überlegen, beim Halogenlicht haben Sie vielleicht vor Ihrem inneren Auge, ist das eine bestimmte Lichtmenge? Das sind so, was macht eine Halogenlampe? Also es sind vielleicht so 1000 Lumen. Bei einer Xenon-Lichtquelle, also einem Xenon-Scheinwerfer, da haben Sie mehr als das Dreifache. Und Sie können heute mit LED-Fernlicht können Sie mehr Licht erzeugen als mit einem Xenon-Scheinwerfer. Und entsprechend auch, das ist natürlich auch so ausgelegt, ne, das ist schon extra, weil Sie natürlich auch dem Kunden von so einem Fahrzeug was anbieten wollen, was er vielleicht dann woanders nicht bekommt. Aber das ist auf jeden Fall technisch möglich, das ist gelöst. Und der Vorteil ist eben nicht nur, dass Sie kompakter werden,
sondern Sie können auch ganz andere Materialien verwenden. Also wenn Sie sich Ihren, weiß nicht, wer das hat, also wenn Sie in der glücklichen Lage sind, dass Sie so einen Xenon-Projektionsscheinwerfer haben, hat der vorne diese große Linse, die ist immer aus Glas. Glas ist verhältnismäßig schwer, verhältnismäßig teuer. Wenn Sie einen LED-Scheinwerfer bauen, so wie hier, dann können Sie diese Linsen aus Acrylat machen, aus Acrylglas. Das ist natürlich zum einen Gewichtsvorteil, weil die leichter werden, zum anderen ist es auch Preisvorteil. Und ja, das ist nur eine Facette von diesem Schwerpunkt. Also wir beschäftigen uns auch mit anderen Dingen, wie zum Beispiel Wahrnehmung von Licht. Wir hatten gerade schon mal kurz angesprochen, Blendung. Sie wollen also im Verkehr den Gegenverkehr nicht blenden, aber Wahrnehmung von Licht beinhaltet auch sowas wie Farbwahrnehmung oder fühlen Sie sich in einer bestimmten Lichtfarbe wohler als in einer anderen. Sie kennen das vielleicht, hier sind jetzt Leuchtstoffröhren eingebaut, die machen so ein relativ warmes Licht, so ähnlich wie eine Halogenlampe. Aber es gibt eben auch Lampen wie hier der LED-Scheinwerfer, die können sehr kaltes Licht machen. Und das hat eine Auswirkung darauf, wie Sie sich in der Umgebung fühlen, ob Sie dabei ein bisschen wacher sind oder eher wegdämmern. Und so kann man zum Beispiel in der Bürolandschaft auch die den Aufmerksamkeitszustand der Bürobewohner steuern. Und das ist auch für Klassenräume tatsächlich, wird das schon gemacht, dass man also in Klassenräumen je nach Tageszeit ein anderes Lichtsetting, heißt das dann, benutzt, damit eben die Schüler morgens wach werden und mittags nicht einschlafen. Das nennt sich dann Lichtwahrnehmung. Und die anderen Aspekte hatte ich schon genannt, also Optik spielt eine große Rolle, das sind die Linsen. Und natürlich Materialien spielen auch eine große Rolle. Und das alles im Paket zusammen mit der üblichen Mechatronik, also Mess-, Regeltechnik, Informatik, dann sind Sie nicht Techniker, der auch so einen Scheinwerfer bauen kann, wenn Sie das nachher alles beherrschen. Damit wäre ich am Ende dieses Vortrags. Ja, wenn Sie Fragen haben, gerne. Oder man fängt dann an, seinen Partykeller zur Disco umzubauen. Ja, das auch. Also das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Also auch, auch gestalterisch ist mit Licht eben viel möglich. Also das wird man da im Königshof sehen. Das ist eben auch Bühnenbeleuchtung ist natürlich ein Themenfeld für einen Lichttechniker. Also wenn Sie zum Beispiel die Bühne von Herbert Grönemeyer, die war, ich weiß nicht bei welcher Tour, ich bin jetzt kein großer Grönemeyer-Fan, aber ich weiß, dass er mal eine Bühne hatte, die komplett mit LEDs beleuchtet war. Ja, auch schon vor einer Zeit, als das vielleicht noch nicht so üblich war. Das Schöne ist, was auch ein Unterschied ist zu den klassischen Lichtquellen, die LED, die strahlt keine Wärme ab. Also keine Wärmestrahlung, es wird nur sichtbare oder hauptsächlich sichtbare Strahlung erzeugt. Und wenn Sie dann auf so einer Bühne stehen, vor so einem LED-Scheinwerfer, dann werden Sie es genießen, weil Sie dann nicht so sehr ins Schwitzen geraten, wie wenn Sie da so einen 5000 Watt Halogenstrahler, von dem irgendwie von diesen 5000 Watt vielleicht 1500 reine Wärme sind. Das ist schon schöner, wenn das so eine kalte Lichtquelle ist wie die LED. Je nachdem, ob man im Winter auftritt. Ja, im Winter macht man natürlich lieber den Halogenstrahler an, das ist wahr, ja. Genau. Ist das ein Audi-Scheinwerfer? Ja, das hier ist der A8-Scheinwerfer. Also wenn Sie genug Geld haben für einen A8 und dann noch extra was oben drauf legen, dann kriegen Sie den mit dieser Voll-LED-Option auch. Und der wird tatsächlich hier in Lippstadt auch gefertigt. Dieser. Danke. Ja, bitte, gerne. Wir gehen da.